Marios, Rhonda, Effert, Travia, Born, Isinda? Hector kochte innerlich. Mit geballten Fäusten stand er in der Tür der Kapelle und versuchte, seine rasenden Gedanken zu beruhigen. An seiner Stirn pochten die Zornesadern. Sein Blick fiel durch die offene Tür auf die Schreine der Rhonda, Travia und Perrine. An diesem anscheinend verfluchten Ort wirkten die Statuetten der Leuen und vor allem die fein geschnitzte Figur der Göttin mit der Gans auf dem Arm für ihn wie Hohn. Die Augen der Leuen schienen seinen stummen Kampf zu beobachten. Sie forderten ihn heraus und stellten ihm immer wieder vor dieselbe unbeantwortete Frage. Was nun? Jast war offensichtlich ein Lügner, genauso wie Hagol von Sturzenstein. Es war alles wahr. Der Burgherr, der seine Untergebenen anleiten und beschützen sollte, verbarg etwas. Und jetzt war nicht nur Belinka, sondern auch Vanya spurlos verschwunden. Wieder blitzte das Bild des Grabes vor seinen Augen auf, nahm ihm die Sicht und er schlug mit kräftigen Hieben gegen den Rahmen der Kapellentür. Dann noch einmal. Und noch einmal. Sofort durchflutete Schmerz seine Hand und er blickte erst auf die blutigen Stellen an den Knöcheln, als eine vertraute Stimme ihn aus den dunklen Gedanken riss. Hector, fix! Hector, lass das! Hector, hey! Hör auf damit! Bei Angrosch, du tust dir mehr weh, als dass es nützt! Komm schon, lass das! Shh, ruhig! Komm her! Sorgsam drehte die kleine Zwergin den großen Travia-Novizen um und umarmte ihn. Er zitterte vor Anspannung wie eine Eiche im Sturm. Hector schnaubte immer noch wie ein wildes Tier, doch Aureas Anwesenheit verfehlte ihre Wirkung nicht, und langsam beruhigte er sich in ihrem Griff. »Was ist passiert? Hector, bei den Göttern, was ist in dich gefahren?« »Lasst ihn, er muss sich erstmal beruhigen. Ist es nicht verständlich, bei all dem hier, dass er zu viel bekommt? Ich hätte diesem Jast auch am liebsten eines dieser toten Tiere an den Kopf geschmissen.« »Ihr habt ja recht, mir geht es ähnlich, aber wir dürfen jetzt nicht den Kopf verlieren.« Belinka, Vanya und die Kinder zählen auf uns. Aurea hielt Hector weiter fest, bis sein Atem ruhiger geworden war. Erst dann traute sie sich, ihn loszulassen und ihm wieder ins Gesicht zu blicken. So wütend, nein, so außer sich hatte sie ihn noch nie erlebt. Was können wir denn ausrichten? Vielleicht sind sie schon alle längst tot. Nein, Hector, sowas darfst du nicht denken. Sagst du nicht immer, wir müssten die Hoffnung bewahren? Ich fühle es jetzt ganz deutlich, Aurea. Seit wir aus diesem Wald mit dem Grab zurück sind, ich fühle die Kälte an diesem Ort, wie sie mich übermannt, wie sie an mir hochkriecht und nach mir greift. Merkt ihr es denn gar nicht? Dieser Ort ist von den Göttern verlassen, auch wenn dort ihre Abbilder stehen. Es sind nur Bilder. Was ist denn hier los? Was macht ihr drei da auf dem Flur? Vanya? Ja? Wo warst du? Ich habe hier im Zimmer auf euch gewartet. In diesem Augenblick geschah etwas, mit dem weder Vanya noch Aurea oder Leovin gerechnet hatten. Hector, der bis eben noch bebend im Flur gestanden hatte, rannte los, überbrückte die Distanz zu Vanya im Sekundenbruchteilen, schloss sie in seine Arme und hob sie in die Luft. Tränen der Erleichterung rannen über seine Wangen, als er begann, sie herumzuwirbeln. Oh, Vanya, du bist am Leben. Travia sei gepriesen, du bist wieder da. Ja, Hector, ist gut, du... Kannst mich jetzt loslassen? Du erdrückst mich ja! Aurea, Hilfe! Ich bin ja so froh! Juhu! Oh, Hector, bitte, lass mich los! Was ist denn nur in dich gefahren? Vanya stemmte sich mit all ihrer Kraft gegen den starken Griff von Hector. Ihr Kopf lief rot an. Irgendwie war ihr das Ganze furchtbar unangenehm.
Hector benahm sich doch sonst nicht so. Und das letzte Mal hatte er sie als Kind hochgehoben und herumgetragen. Dass er ihr jetzt plötzlich so nah war, das war ihr peinlich. Als Hector jedoch keine Anstalten machte, sie herunterzulassen und weder Aurea noch Leovin ihr zu Hilfe kamen, wurde ihr Tonfall bestimmter. Hector, lass mich sofort runter! Ach, natürlich. Verzeih. Ich dachte nur, du seist... Ach, egal. Jetzt bist du ja hier. Geht es dir gut? Bist du verletzt? Oh, es geht mir gut und ich bin nicht verletzt. Aber jetzt lass mich runter. Bitte. In diesem Moment drückte Hector ihr plötzlich einen dicken Kuss auf die Wange, ehe er sie vorsichtig auf den Boden abstellte. Vanyas Wangen färbten sich feuerrot. Hector! Was bei den Göttern? Wir haben uns furchtbare Sorgen um dich gemacht. Besonders Hector. Ich dachte, du seist tot. Lasst uns das drinnen besprechen. Ich? Und tot? Was ist denn bloß passiert, dass ihr alle so durch den Wind seid? Und wo treibt sich Melinka wieder rum? Das erzählen wir dir gleich. Ins Zimmer mit euch. Aurea, schließ bitte die Tür. Die vier zogen sich in das Gästezimmer zurück und Aurea schloss leise die Tür hinter ihnen. Sie verweilte noch ein paar Minuten, um sicherzustellen, dass Yast ihnen nicht gefolgt war, um zu lauschen. Nach diesen Ereignissen konnte man das ja nie wissen. Dann setzte sie sich in einen Sessel, während Hector aufgeregt immer wieder zwischen der immer noch geöffneten Balkontür und dem Bett auf und ab ging, auf das Vanya sich gesetzt hatte. Die Blicke der jungen Frau wanderten zwischen Aurea, Leovin und Hector hin und her. Was ist denn los? Ihr führt euch auf, als wäre die Horde der Niederhöllen über euch gekommen. Aurea ist kreidebleich und Hector, du... Wir haben im Wald einen grausigen Fund gemacht. Man hat dort Kinderleichen verscharrt. Was? Ja, nicht mal richtig begraben hat man sie bei Boron. Und als wir zurückkamen, waren du und Melinka verschwunden. Da... Warte. Melinka ist verschwunden? Yep. Keiner weiß wohin. Wir haben Yast befragt und er behauptet, ihr zwei wäre zusammen abgereist. Das stinkt bis Alvaran, wenn du mich fragst. Hector hätte Yast deswegen beinahe verprügelt. Du hast was? Er hat auf seiner dreisten Lüge bestanden. Und er deckt Sturzenstein weiterhin. Wie kann man so etwas nur tun? Ich weiß es nicht. Aber wieso ist Melinka verschwunden? Melinka und ich hatten eine Meinungsverschiedenheit und sie ist hier auf die Balustrade hinausgelaufen. Danach ist sie verschwunden. Das kann kein Zufall sein. Und allein weg ist sie sicher auch nicht. Nachdem wir dich ja nun gefunden haben, sollten wir sie suchen. Wo warst du überhaupt? Ja, du kannst uns doch nicht so einen Schrecken einjagen. Also das ist eine komplizierte Geschichte. Ich war unten im Labor. Während wir Wäsche gewaschen haben, haben Jana und ich gehört, wie Leder es verlassen hat. Und da konnte ich nicht widerstehen. Ich habe mir angeguckt, was dieser Alchemist da so macht. Und was soll ich sagen? Ich glaube, es ist viel schlimmer, als wir bisher gedacht haben. Ich habe unter anderem das hier gefunden. Ein Zettel. Lass mal sehen. Objekt 21 wegen Fahrlässigkeit des Personals entlaufen. Entzog sich der Verfolgung durch Sprung in den Fluss, vermutlich ertrunken. Bei Rondre, dann sind unsere Vermutungen also wahr und der Alchemist steckt hinter allem. Dann sollten wir sofort runtergehen und ihn im Namen der Götter festsetzen. Nicht so schnell. Ja, er forscht an einem Weg, den Alterungsprozess zu verlangsamen oder vielleicht sogar umzukehren. Ich habe einige Bücher zu dem Thema gefunden, ganz genau konnte ich sie mir aber nicht ansehen. Ich wurde entdeckt von den Soldaten. Sie haben mich im Keller eingesperrt. Ich glaube aber, sie haben mich nicht erkannt. Da unten sind übrigens die vermissten Kinder. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber es sind einige. Es ist also wahr, der Alchemist experimentiert an ihnen. Worauf warten wir dann noch? Hector, lass Vanya doch erstmal zu Ende erzählen. Danke, Aurea. Also, sie haben mich da unten eingesperrt. Und dann kam irgendwann dieser Lederer und hat mich aus dem Käfig geholt. Ich habe versucht zu entfliehen, aber er hat mich gestellt und wollte mit mir reden. Ah, reden. Es ist komisch, dass ich das mal sage. Aber was gibt's da zu reden? Schuldig ist er.
Los, lasst uns gehen. Nicht so voreilig, Hector. Er hätte die Möglichkeit gehabt, mich verschwinden zu lassen. Oder was weiß ich mit mir anzustellen, aber er hat es nicht getan. Er wollte wirklich nur reden. Und er hat mir erklärt, dass das hier anscheinend nicht ganz sein freier Wille ist. Was soll das heißen? Er tut das nicht freiwillig. Da Vanya die Wachen erwähnte, schätze ich, dass da noch mehr dahinter steckt und der gute Herr von Sturzenstein und sein Personal da wohl ganz tief mit drin steckt, richtig? Ja, erinnert ihr euch an den Gesang aus dem Turm? Ich glaube, das ist die Schwester von Lederer. Er hat mir erzählt, dass Sturzenstein sie gefangen hält und ihn dazu zwingt, ihm zu dienen. Das würde erklären, warum er an einer Formel gegen das Altern forscht. Er selbst ist ja noch gar nicht so alt. Aber Sturzenstein? Das passt. Bei Angrosch, was für ein skrupelloser Schweinehund. Lederer hatte keine Wahl und hat mich freigelassen, um euch zu informieren, damit ihr ihm helft, seine Schwester zu befreien. Das ist die, die im Turm festsitzt. Wir sollen jemandem helfen, der mit Kindern götterlästerliche Experimente macht? Aus welchen Gründen auch immer, das ist... Ich weiß nicht. Wenn er erpresst wurde, rückt das die Sache in ein ganz neues Licht, Hector, meinst du nicht? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich noch glauben soll. Ein Adeliger, der Kinder entführen lässt, um Boron zu entgehen, der einen Alchemisten erpresst für seine Zwecke, der Schwarzpelze in seine Dienste nimmt, ein Götterlästerer, der zugegeben eine recht gute Ausrede hat und mit dem ich nun gemeinsame Sache machen soll. Das ist alles so falsch. Ich weiß einfach nicht mehr, was richtig und was falsch ist. So ist das Leben nun mal, Hector. Ich glaube nicht, dass dieses Leben das ist, was die Göttin Zar vorgesehen hat. Was im Moment richtig ist, ist, dass wir den Kindern helfen, im Sturzenstein zur Verantwortung ziehen. Wenn uns Lederer dabei helfen will, gut. Aber auch er wird sich für seine Taten verantworten müssen. Egal aus welchen Gründen, es ist falsch, Kinder zu foltern und sich auf diese grausame Art an Zar zu versündigen. Er hat gesagt, dass er jede Strafe akzeptiert, solange er weiß, dass seine Schwester frei ist. Denn die hat angeblich mit all dem nichts zu tun. Na dann hoffen wir, dass er Wort hält und uns nicht in den Rücken fällt, wenn es darauf ankommt, seine Haut zu retten. Aber wie stellen wir das an? Sturzenstein hat Wachen und Soldaten. Wir sind nur zu viert und Leowin ist der Einzige, der den Kampf gewohnt ist. Zudem ist Melinka noch verschwunden. Wir brauchen Hilfe. Ich weiß nicht, wie viele Bewohner des Dorfes von all dem wissen, aber Janis wirkte ebenso geschockt wie wir auch eher. Vielleicht können wir von ihm Hilfe erwarten. Was meinst du? Er hat aber auch gesagt, dass sein Mann eher auf der Seite von Sturzenstein zu stehen schien. Ich bin mir unsicher, ob wir ihn fragen sollten. Lederer hat etwas von einem Fluchtplan erwähnt, den er aber alleine nicht umsetzen kann. Vielleicht fragen wir ihn einfach nochmal. Dem Plan eines Lästerers folgen. Mich fröstet es jetzt schon. In jedem Fall sollten wir seine Schwester aus dem Turm befreien. Dafür werden wir bestimmt eine Art Schlüssel oder so brauchen, wenn ihre Räume nicht noch zusätzlich bewacht werden. Mir erscheint es im Moment einfacher, Sturzenstein direkt zu konfrontieren. Er ist derjenige, der die Fäden in der Hand hält. Und mit ihm steht und fällt alles. Außerdem ist er ein alter, gebrechlicher Mann. Und ich wette, er weiß auch, wo Melinka ist. Wir dürfen ihn dennoch nicht unterschätzen. Aber vielleicht können wir ihn überraschen. Die meiste Zeit scheint er ja alleine in seinen Gemächern zu verbringen. Dort würde er sich leicht überrumpeln und festsetzen lassen. Wenn wir ihn dann noch ungesehen aus der Burg bekommen und seine Untergebenen von seiner Schuld überzeugen können. Nun, der Plan ist zwar nicht wasserdicht noch ausgefeilt, aber er bietet viel Freiraum für göttliche Intervention und die werden wir brauchen. Die 12 Göttlichen werden uns sicher beistehen. Solch ein Frevel lassen sie doch nicht ungestraft. Und wir sind im Recht. Wollen wir es hoffen? Unterdessen rüttelte Melinka mit wachsender Verzweiflung an der verschlossenen Kammertür. Sie spürte die Blicke der Frau in ihrem Nacken, die sich nach ihrem Erwachen als Nalia vorgestellt hatte. Sie war wohl die Schwester des Alchemisten Lederer und wurde vom alten Sturzenstein hier oben gefangen gehalten. Melinka hatte ihr mit wachsendem Unbehagen zugehört,
als die zierliche blonde Frau ihr nach und nach erzählte, wie es dazu kam, dass sie selbst in diesem Turnzimmer eingesperrt worden war. So berichtete Nalia von ihrer Entführung durch die Männer Sturzensteins und dass er ihr Leben als Pfand einsetzte, um ihren Bruder zum Weiterforschen zu bewegen. An was genau ihr Bruder forschte, schien sie allerdings nicht zu wissen. Er erzählt mir recht wenig, hält sein Wissen von mir fern. Ich habe oft den Eindruck, er schämt sich furchtbar für alles, was er tut. Trotz ihrer Wut hatte Melinka ihr nichts von den Vermutungen erzählt, die die Gruppe über ihren Bruder anstellte. Überhaupt fiel es ihr im Moment schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Vor allem, weil sie sich immer wieder bei dem Gedanken ertappte, dass sie jetzt viel lieber bei Leowin, dem Verräter, wäre, als hier in diesem Turmzimmer. Anscheinend hatte sie dieser Jast auf der Treppe überrascht. Er hatte ihr eins über den Schädel gegeben und sie zu Nalia ins Zimmer geworfen. Nalia hatte sich daraufhin um sie gekümmert, bis sie wieder aufgewacht war. Und jetzt beobachtete sie Melinka bei ihren Ausbruchsversuchen. Lass es gut sein, meine Liebe. Diese Tür wirst du weder mit deiner Kraft noch mit deiner Sturheit dazu bewegen, sich zu öffnen. Glaub mir, ich habe es lange und ausgiebig erprobt. Meine Liebe? Ich bin nicht deine Liebe. Verdammt, die sitzt fest als die Speisekammertür der Minustreu. Die Speisekammer der Minustreu? Ja, das verdammte Flussschiff, welches ich nie hätte verlassen dürfen. Beim Bate des Flussvaters. Von einem Flussschiff kommt ihr. Wie um alles in Dere seid ihr denn hier gelandet? Das tut doch jetzt wirklich nichts zur Sache. Wichtig ist, wie wir hier endlich rauskommen. Aber sagtet ihr nicht etwas von euren Reisengefährten, als ihr aufgewacht seid? Sie werden euch doch bestimmt vermissen. Oh nein, von denen ist keine Hilfe zu erwarten. Die meisten sind fast noch Kinder und der andere ist ein Taugenichts. Nein, wir müssen uns hier selber helfen. Ich würde wirklich gerne von hier fort, aber wie du siehst, trage ich eine Kette um den Fuß. Selbst wenn die Tür offen wäre, ich käme nicht hinaus. Nicht mal aus dem Fenster stürzen könnte ich. Das Fenster? Das ist es. Es ist doch hoffentlich nicht vergittert? Nein, das ist es nicht. Aber es geht viel zu tief und steil hinab. Der Turm mag zwar etwas älter sein, aber klettern wäre viel zu gefährlich. Für ein gefangenes Burgfräulein vielleicht. Aber für mich nicht. Wenn ich den Mast der Minustreu hinauf und herunter klettern kann, ist dieser Turm doch wahrlich ein Kinderspiel. Melinka öffnete die Holzläden am Fenster. Kalte Luft fegte in das Turmzimmer und ließ die Flammen im kleinen Kamin flackern. Die Sonne versank allmählich hinter dem Horizont und tauchte diesen in ein feuriges Rot. Prüfend lehnte sie sich über die Fensterbank und betrachtete den steinernen Turm unter sich. Nalia hatte leider nicht Unrecht gehabt. Die Wand war, wenn auch aus Stein bestehend, relativ glatt. Es gab kaum Vorsprünge, um sich mit Händen oder Zehen festzuhalten. Und umfassen konnte man sie auch nicht, wie einen Mast. Immerhin würde die Dämmerung ihr helfen. Jetzt brauchte sie nur noch einen Plan. Melinka trat vom Fenster zurück und sah sich noch einmal gründlich in dem reichlich geschmückten Zimmer um. Die Wände waren mit Bildern verziert, Schränke und Truhen zeigten aufwendige Schnitzereien. Selbst die Bettdecke und das Laken waren mit schönen Stickereien verziert. Verzeih mir, ich sagte ja, es ist hoffnungslos. Oh nein, das ist es nicht. Aber mutige Taten erfordern Opfer. Wenigstens hat er da einmal die Wahrheit gesagt. Deine Tage hier in der Burg sind gezählt, Fräulein. Ich werde uns jetzt beide retten. Wir schneiden deine Bettdecke und die Laken in lange Streifen und knoten daraus ein Seil. Daran lasse ich mich in den Hof hinunter oder in eins der unteren Stockwerke. Dann schleiche ich mich zurück in die Burg und hol den Schlüssel aus dem Zimmer von Jast. Aber was, wenn dich jemand sieht? Draußen wird es bereits dunkel. Das wird helfen. Außerdem könnten sie höchstens auf mich schießen, während ich hinabkletter, was viele unangenehme Fragen aufwerfen wird. Und im Schloss? Nun, sie werden kaum jemandem erzählt haben, dass sie mich niedergeschlagen und eingesperrt haben. Also werden sie auch kein großes Theater machen können. Gib mir die Decke. Zum Glück habe ich immer ein kleines Messer im Stiefel. Du bist wirklich mutig, Melinka. Pass auf, ich werde dir eine Notiz für meinen Bruder mitgeben. Wenn du ihn findest, wird er dir garantiert helfen. Wir träumen schon viel zu lange von einer Flucht. Während Nalia schrieb, zerschnitt Melinka die Bettwäsche in längliche Streifen,
die sie geschickt aneinander knotete. Im Stillen sandte sie ein dankbares Gebet an den Flussvater. Denn auch wenn ihr Leben an Bord der Minustreu langweilig und eintönig gewesen war, wie man richtige Knoten machte, hatte sie dort gelernt. Und jetzt würden sie ihr vermutlich das Leben retten. Schnell entstand ein so langes Seil, welches ihr hoffentlich den Weg nach unten um einiges erleichtern würde. Mit Hilfe von Nalia schob sie eine der schweren Kisten bis ans Fenster und knotete das Seil daran fest. So, das müsste halten. Nalia, setz dich auf die Kiste. Und egal was passiert, steh auf keinen Fall auf, bis ich unten bin. Hast du verstanden? Ja, das habe ich. Hier ist mein Brief. Mein Bruder arbeitet im Keller. Dort hat er sein Labor. Er wird dir helfen. Das werden wir wohl sehen. So, ich mache mich auf den Weg. Wenn ich zurück bin, klopfe ich genau einmal an deine Tür. Dann weißt du, dass ich es bin. Viel Glück, Melinka. Fex mit dir. Mit einem leicht flauen Gefühl im Magen kletterte Melinka auf das Fensterbrett. Der unvermeidliche Blick in die Tiefe, als sie sich umdrehte, um an dem Seil hinabzuklettern, drehte ihr fast den Magen um. Aber sie zwang sich, standhaft zu bleiben. Sie musste heil unten ankommen und die anderen finden. Leowin mochte ein Hochstapler und ein Stümper sein, aber die anderen waren Kinder, die ihm fast genauso auf den Leim gegangen waren wie sie selbst. Und dann war da auch noch Sturzenstein. Den alten Knacker musste man unbedingt aufhalten. Es wäre doch gelacht, wenn wir uns einem alten Esel geschlagen geben müssten. Aber jetzt hat es sich ausgespielt. Keine feine Dame mehr. Ich habe es satt. Leowin mag ein Scharlatan sein. Aber jetzt kann er ja mal beweisen, dass er nicht völlig nutzlos ist. Immerhin haben wir jetzt definitiv einen Beweis gegen Sturzenstein. Damit können wir ihm hoffentlich das Handwerk legen. Und ich kann endlich nach Hause. Nur langsam, Melinka. Nicht nach unten sehen. Brich dir nur nicht auf den letzten Metern den Hals. Fast geschafft. Nur noch ein kleines Stückchen. Oh, verdammt, gleich hört das Seil auf. Aber hoch ist es nicht mehr. Lass mich kurz überlegen. Wenn ich mit den Füßen hier Halt finde. So, na, wer sagt's denn? Hier unten haben die Steine etwas mehr Vorsprünge. Da finde ich Halt. Den Rest kann ich dann springen. Vorsichtig und eng an die Mauer gepresst, kletterte Melinka das letzte Stück so weit hinab, wie sie konnte. Dann ließ sie sich fallen und kam mit Händen und Füßen im Burghof auf. Puh, das wäre geschafft. Jetzt muss ich nur noch die anderen finden. Und diesen Alchemisten. Sollen sie sich noch einmal über mich lustig machen, diese Görn. Derweil verharrte Jast noch einige Augenblicke im Saal, nachdem Ektor ihn geschlagen hatte. Er hörte in der Ferne eine Tür zuschlagen. Er beschloss, schnellen Schrittes über den Flur zum Arbeitszimmer Sturzensteins zu gehen. Dort klopfte er energisch an die Tür. Ohne eine Antwort abzuwarten, trat er in das Arbeitszimmer, wo der gebrechlich wirkende Mann hinter dem Schreibtisch saß und bei seinem Eintreten den Kopf anhob. Wer wagt es ein? Wirfst du hier herein? Ah, du bist es, Jast. Ich dachte schon, dass eine der Gören, die diesen Ritter begleiten, meine Ruhe stört. Aber auch von dir erwarte ich eigentlich, dass du erst auf Aufforderung eintrittst. Hörst du? Ja, Herr. Verzeiht dieses ungehobelte Benehmen meinerseits. Aber ich fürchte, die Zeit dringt mehr, als wir befürchteten. Dir sei verziehen. Und nun sprich. Du siehst sehr wütend aus. Was hat deinen Zorn dermaßen geweckt? Es geht um diesen Herrn von Elsternberge und seine Begleiter. Hab ich's doch geahnt, dass unsere sogenannten Gäste für Ärger sorgen werden. Fahr fort. Sehr wohl, Herr. Nun, wie wir es bereits erwartet hatten, ist dem Herrn die Abwesenheit der Frau von Goldbach aufgefallen. Wie verabredet habe ich ihm mitgeteilt, dass seine Verlobte nach dem Streit abgereist ist. Es scheint wohl so, dass ihre Zofe, das dürre Mädchen mit den seltsam wilden Augen, ebenfalls verschwunden ist. Ist es das? Mir ist nicht zu Ohren gekommen, dass sie von den Wachen beim Herumschnüffeln aufgegriffen wurde.
aber ich werde das übrige Gesinde nach ihr befragen. Dem Herrn von Elstenberge gegenüber habe ich angegeben, dass ich davon ausgehe, dass sie zusammen mit ihrer Herrin abgereist ist. Sehr gut, sehr gut. Das war wirklich sehr geistesgegenwärtig von dir. Und wo liegt denn jetzt das Problem? Ich denke mal, der Herr wird uns bald verlassen und seiner Dame folgen. Und dann haben wir endlich wieder Ruhe. Das Problem liegt bei diesem dicklichen Travianovizen und der naseweisen Zwergin. Sie sind in den Saal geplatzt, wo ich mich mit Elsternberger unterhalten habe, und scheint von der Geschichte nicht überzeugt zu sein. Zumindest, was das Verschwinden der Zofe angeht. Der Novize hat mich angegriffen. Und der Herr von Elsternberger schien ihm zu glauben. Ich fürchte, die Zeit zum Reden ist vorbei. Sie werden sich von nichts mehr überzeugen lassen. Wir müssen handeln. Während der Burgherr sich mit dem Kammerdiener besprach, schlichen Vanya, Hector, Aurea und Leowin über den Flur des Anwesens. Leowin bedeutete Hector mit einer hektischen Handbewegung, sich leiser zu bewegen. Er und Aurea hatten sich bereits ein gutes Stück den dämmerigen Gang entlang gepirscht und Stellung neben der Tür zu Stutzensteins Zimmer bezogen. Die Tür war nur angelehnt und ein schmaler Lichtstreif fiel in den verlassenen Gang und Stimmen drangen aus dem Arbeitszimmer Stutzensteins. Warum schleichen wir hier so entlang wie Verbrecher? Wir haben einen guten Grund zur Konfrontation. Wir sollten das offen machen. Hector, denk doch mal einen Augenblick nach. Wir sind hier in der Unterzahl und es dauert nicht mehr lange, bis die Wachen auf ihrem Rundgang wieder an diesem Ort vorbeikommen. Und? Wir sind im Recht bei Travia. Als ob das irgendwen kümmert. Psst. Hector, Vanya, leise, die sprechen da drin. Ich will hören, was sie beratschlagen. Aber das können wir nur, wenn ihr leise seid. Schon gut. Die Stirn der jungen Zwerge neben dem Novizen war leicht gerunzelt, während sie auf die Stimmen lauschte, die aus dem Raum zu ihnen hinausdrangen. Er hat was? Mich angegriffen, Herr. Seht ihr diese Schramme? Er hätte mich beinahe zu Bohren geschickt. Soll ich den Wachen Bescheid geben? Oh ja, nun reicht es mir aber mit diesen Schnüfflern. Satinavs Segen hat sie definitiv verlassen. Wir werden sie augenblicklich festsetzen und im Kerker verrotten lassen. Von mir aus soll Lederer auch an ihnen herum experimentieren. Wer weiß, vielleicht ist das, was ihm zu lösen noch fehlt, nur ein klein wenig göttlicher Beistand. In den Kerker? Seid ihr sicher, mein Herr? Ein erwachsener Mann und eine Zwergin lassen sich schlechter durch die Burg schleusen als die paar Kinder. Was, wenn das Gesinde sie entdeckt? Oder die Wachen tratschen? Das Schaben von Holz auf Stein war zu hören. Scheinbar war ein Stuhl verrückt worden. Dann erklangen dumpfe Schritte, die im Raum auf und ab gingen. Mittlerweile waren auch Vanya und Hector bei der Tür angekommen. Beiden stand die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Gerade Hector, der sich noch nie im Leben an jemanden angeschlichen hatte, um zu lauschen, fühlte sich trotz seiner Wut unwohl. Aber dieser Mann musste aufgehalten werden. Das stand fest. Was ist mit den Schwarzpelzen? Haben Sie sich schon um das Weibsbild von Goldbach gekümmert? Noch nicht, Herr. Ich habe sie zuerst in den Wald geschickt, das Grab ein für alle Mal zu beseitigen, damit keine Spuren zurückbleiben. Verstehe. Ein guter Gedanke. Dann bleiben wirklich nur noch die Wachen. Ha! Aber um Gerede müssen wir uns keine Sorgen machen. Schließlich haben wir genug gegen diese Elsternberge in der Hand. Und was die Kinder angeht, sind Zwerge nicht allgemein dafür bekannt, dass sie noch gieriger als Drachen auf alles, was glitzert, sind? Wir werden ihnen einfach bei Bedarf ein bisschen Geschmeide meiner ehemaligen Gattin unterjubeln und keiner wird sich wundern. Das war genug für Aurea. Nicht nur redete dieser alte Tattergreis davon, sie und ihre Freunde in einen Kerker zu stecken. Nein, er wollte sie auch noch als goldgierige Diebin darstellen. Dass er sie dabei als schlimmer als einen Drachen darstellte, war nur der letzte Tropfen, der das Fass schlussendlich zum Überlaufen brachte. Auch Leowin war bis zum Zerreißen angespannt. Stutzenstein wusste Bescheid. Schlimmer noch, er war bereit, es gegen ihn zu verwenden. War Melinka wirklich zu ihm gerannt? Nein.
dann wäre sie vermutlich auch in dem Raum und so wie er sie kannte, hätte sie dieses Gespräch nicht unkommentiert gelassen. Aber ihm lief die Zeit davon. Gerade legte er die Hand auf den Schwertknauf und wollte zur Tür greifen, da kam die kleine Zwergin ihm zuvor. Wie ein Rambock stieß sie die Tür auf, dass sie gegen die Wand schlug. Das nehmt ihr zurück! Was? Wo kommt ihr her? Habt ihr etwa gelauscht? Mein Herr, wir müssen handeln! Das glaube ich nicht. Wir wissen Bescheid, Hagol von Sturzenstein, über all die üblen Machenschaften, die ihr hier auf eurer Burg betreibt. Und viel wichtiger, wir haben auch Beweise dafür. Ihr lasst Kinder aus den umliegenden Dörfern entführen. Genauso wie ihr die Schwester vom Herrn Lederer entführt habt, um ihn zu erpressen. Und ihr zwingt ihn dazu, gotterlästerliche Experimente durchzuführen. Und das alles unter den Augen der 12 Göttlichen. Hey, ja. Euer Alchemist hat uns alles erzählt und uns auch seine Aufzeichnungen zu den Experimenten gegeben. Das war's, Hagol. Ihr seid am Ende. Das war es? Denkt ihr das wirklich? Was wisst ihr schon? Was wisst ihr schon von mir? Und was wisst ihr schon übereinander? Was wollen ein möchtegern Ritter, eine leichtgläubige Zwergin, eine dürre Gans und ein fetter Novize einer überschätzten Gottheit auf meinem Grund und Boden ausrichten? Wachen! Zu Hilfe! Ich werde angegriffen! Schnell! Zum Zimmerer des Burgherrn! Die Gäste haben den Gastfrieden gebrochen und den Herrn vergiftet! Verdammt, Aurea, schnell, hilf mir! Wir müssen sie zum Schweigen bringen! Ach, liebend gern. Gleichzeitig setzten Aurea und Leowin von Elsternberger auf die beiden Männer zu. Jast hatte derweil ein Knüppel vom Gürtel gelöst und versuchte sich, ihnen in den Weg zu stellen. Leowin parierte den wuchtigen Schlag gekonnt und trieb den bulligen Knecht mit einer schnellen Schlagfolge zurück in eine Ecke des Zimmers. Währenddessen umrundete Aurea den Schreibtisch und stellte sich Hagol von Sturzenstein in den Weg, der versuchte, zur Seitentür zu gelangen. Vanya, verriegel die Tür. Hector, hilf mir. Er darf nicht entkommen. Ja, gut. Ich komme. Hector beeilte sich, den Raum zu durchqueren, während Vanya nach der schweren Tür griff und versuchte, sie ins Schloss zu ziehen. Hagol von Sturzenstein betrachtete für einen Moment die Zwergin, die sich vor ihm aufgebaut hatte, abfällig. Dann griff er erstaunlich schnell unter sein Wams und zog eine kleine reich verzierte Ampulle hervor, die er dort an einer Kette versteckt hatte baumeln lassen. Er entkorkte sie mit den Zähnen und schüttete sich mit einem grimmigen Grinsen den Inhalt die Kehle hinunter. Nein! Verdammter Feigling! Doch was auch immer in der Ampulle gewesen war, es handelte sich nicht um Gift. Mit entsetztem Blick musste Aurea und Hector dabei zusehen, wie Sturzensteins alter, gedungener Körper begann anzuschwellen. Er wurde bullig und bekam die Statuette, die man einem Troll aus dem Märchen nachsagte. Die Nähte des edlen Gewandes platzten auf, als sein Körper anschwoll. Dicke, schwarze Äderchen zogen sich über sein Gesicht und die nun freiliegenden Arme. Das Gesicht glich nun eher einer dämonischen Fratze, mit der er Aurea fixierte. Da wurden auch schon Schritte und Rufe auf dem Gang laut, und alsbald pochten harte Schläge gegen die verrammelte Zimmertür. Vanya stemmte sich mit all ihrem Gewicht gegen die gewaltsamen Versuche der Soldaten einzudringen. Sie kommen! Hoffen wir, dass die Tür sie zumindest ein bisschen aufhält. Oh, die Wachen sind ab jetzt euer geringstes Problem. Das habt ihr euch so gedacht, nicht wahr? Einen alten, wehrlosen Mann anzugreifen. Bei den Zwölfen ist euch denn gar nichts mehr heilig, Herr von Sturzenstein. Was ist das nun wieder für eine schwarze Magie? Nichts, was du jemals begreifen können wirst, Bürschchen. Vielleicht ist es Lederer noch nicht gelungen, mich von der Sterblichkeit zu heilen. Aber immerhin ist er wenigstens für etwas zu gebrauchen. Und jetzt, komm her. Ich werde euch Manieren beibringen. Und damit griff Sturzenstein nach seinem Gehstock, der am Tisch gelehnt hatte. Im hohen Bogen schwang er ihm über dem Kopf, was mit der neuen Statur, die er hatte, sehr bedrohlich aussah. Keine Sorge, Zwergen.
Dein langlebiges Blut ist äußerst kostbar. Ich werde dich in Leben fangen. Niemals! Ich... Mit einem lauten Krachen wurde die Tür von außen aufgebrochen. Vanya, die dahinter gestanden hatte, traf es gegen die Brust und schleuderte sie in die Mitte des Raums hinein. Im Türrahmen standen zwei Soldaten in den Farben derer von Sturzenstein. Was ist denn hier los? Sofort aufhören! Und die Waffen weg! Wir brauchen Verstärkung! Alle Mann in den ersten Stock! Sie greifen den Burgherrn an!